Eins, zwei, drei. Perfekt, hallo. Hi Leute. So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute wieder mit dem Sebi unterwegs und das schauen wir uns mal im Spotwechsel an. Und das schauen wir uns mal an, während wir Spot wechseln. So ihr Lieben. Hier auf den Blue Headlight. Shetty ist der richtig amtlich, weil ich muss schauen, dass ich hier nicht die ganzen Mücken einatme. Probieren wir es nochmal mit der Pose. Jetzt ist eine dran. Ganz langsam drillen. Ich sag, Renken, super weiches Maul. Fühlt sich gar nicht schlecht an. Ja. Genau, wie gesagt, Renke. Einfach machen lassen. Ah, und ja. Große Worte schwingen, war untermaßig klar. Deswegen habe ich sie auch direkt released hier vorm Casher. Bin ich einfach wirklich so ein Schnell-Releaser. Genau, ist ganz wichtig. Also, dass sie noch nicht mal in Casher reinlassen. Es ist viel wichtiger, dass ihr sie einfach gleich released. Und also, selbst wenn sie vielleicht maßig ist. Also, ist dieses, ja, genau. Okay. Ein Action-Signal ist immer super hilfreich, Melvin. Ich dachte, mein Nicken kam an. Ich sehe dein Nicken nicht hinter dem fetten Busch, der da zwischen dir und dem Kunden ist. Ich nick jetzt so, ja. Hallo und herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind mal neu. Ich hab so beschissen gelacht. Die Brille auch. Ja, ich muss sie auflassen, weil ja, sonst sehe ich gar nichts. Also sonst sehen wir so. Kurz mal überlegen, wie die Videos. Ja, okay. Sagst du, wenn es losgeht? Ihr könnt. Gut, passt, danke. Jetzt habe ich meine größte Angst natürlich, dass er mir meinen Gummifisch klaut. Den, aber er hängt auch sehr gut. Ich habe ihm natürlich auch vorbildlich den Anhieb etwas zu spät reingesetzt, deswegen er außen gehakt wurde. So wie die Profis das machen. Und ja, der große kam, wie schon angesprochen, auf. Den Augen noch mehr auf. Genau. Das ist wunderbar. Wunderbar. Ich spüre es auch, wie meine Stirn brennt. Ja, bei dir sieht es eigentlich noch alles fresh aus. Na los, geht's los. Ja Leute, und mit diesem wirklich. Mit diesem wirklich beeindruckenden Sonnenaufgang. Bist du ready? Ja. So. Aber wir müssen erst das mit dem Sonnen. Boah, jetzt geht's los. Dem Creecrow und dem Ringcrow. Designkuckucke, Quaw, sind eine Gattung in Madagaskar einheimischer Kuckucke. Sie ähneln den afrikanischen Turakos und haben, wie diese, eine Zone nackter Haut um die Augen. Wie alle Kuckucke können sie ihre dritte Zehe sowohl nach vorne als auch nach hinten. Deswegen können jetzt in diesem Wind und deswegen können jetzt in diesem Alter, in diesem Wind und deswegen können jetzt in diesem Video eine Packung Creecrows gewinnen in der Farbe Black and Blue. Ja, Fisch. Und da hat es gar nicht lange gedauert und da habe ich die erste Renke dran. Und wie man es natürlich so schön macht, wenn man die erste Renke fängt, lässt man sie auch gleich wieder los. Okay. Bist du bereit? Ja. Warte mal, das bringen wir. Ja.
Warte, ich bin. Was ist denn? Achso, das sind. Okay, jetzt gehen wir. Ich muss die Sonnenbrille aufsetzen, sonst schaue ich mir so völlig verkrampft. Gerade renkentechnisch ist hier einiges möglich, aber auch Hechte hast du. Das lass mal draußen. Wenn man sich irgendwo. Wenn man grob weiß, wo man hin will, aber sich dann komplett verrennt. Genau, mit. Haben wir im letzten Video schon gefragt, aber. Ich hatte in mein Auto reingesprochen. Und ja, dann schaut auf den. Was soll das denn? Genau, machen wir einfach noch weiter. Oder hier so den Berg mit dem herbstlichen Braun, schön. Oder natürlich mich nochmal in die Tat umsetzen. Jetzt werden wir kurz im Auto überfahren und dann melden wir uns danach wieder. War das sehr schöner Füchslang, oder? Ja. Richtig. Das ist schöner viel zu viel. Vor allem, wenn es dein Auto dann 3 Minuten lang ist. Also, wir machen das nochmal neu. Ja, machen wir es neu. Nicht so sagen. Unser zweiter Tag am Ammersee ist so eben. Ammersee. Ammersee. Das war so gut, ich hatte mir so gedacht, ich habe eine Idee und dann hatte ich Flashbacks. Outtakes, hallo. Hallo, ja, genau. Ist eh schon wieder viel Zeit. Ammersee. So, jetzt so tun, als ob wir. Unser zweiter Tag hier am Attersee ist. Ja, Auto gibt's einfach nicht. Wie viel Schlaf braucht ein erwachsener Mensch? Rund 7 Stunden sind die ideale Schlafdauer. In der Realität schlafen die meisten Erwachsenen zwischen 7 und 9 Stunden pro Nacht. Sollten Sie nur 4 Stunden schlafen, können auch Sie so enden. Passen Sie also auf sich auf und schlafen Sie genug. Das tut sich gerne auch. Ja, deswegen habe ich mir gedacht, wenn du dich oben hinstellst, dann sieht es komplett komisch aus. Unnatürlich aus. Ja, genau, dann sieht es unnatürlich aus. Wo bist du? Warum sieht man dich nicht? Achso, weil du hinter mir stehst. Ja gut, okay. Dann sieht man dich jetzt einfach nicht. Du musst jetzt einfach einen Fisch fangen, dann gehe ich zur Seite. Okay. So. Und dann schauen wir mal, was noch so geht, aber ja, ich denke, wir gehen jetzt vor allem erstmal baden. Bist du bereit? So, wir melden uns jetzt nach einer gewissen Zeit nochmal. It was at this moment that he knew. Verbinden wir? Natürlich. Sehr gut. Auf den kleinen Crankbait zeigen wir euch gleich nochmal. Upp. Und es ist wasserdicht drin. Ja, und schon direkt. Ich habe halt echt Eis in den Ringen. Okay, wenn ihr wollt, dann. Ja? Passt eh? Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Baitcaster fischt auch nur die Jugend, um cool zu sein, oder? Ja. So wie der Typ bei Melvins Fischereiprüfung gesagt hat. Ja. Was hat er gesagt? Das Baitcaster. Ja. Ja. Das Baitcaster eh nur die Jungen fischen, weil sie cool sein wollen, so wie die Amis. Aber es ist halt auch richtig, es ist halt einfach geil. Leicht gebrochen sitze ich hier, habe gerade noch mal wunderschönen Hypothese und Smelt rausgesendet und ja. Die Kamera drauf. Geil. Ja. So, ich bin jetzt für den heutigen Tag schon mit Arbeiten. So, für den heutigen Tag bin ich jetzt schon mit abenteuerlichen Größen unterwegs. Hier 18 cm Bulltees. Aber ja, ich meine, vielleicht kann man doch irgendwie selektieren. Wir haben ja gesehen, dass die grundsätzlich schon groß fressen oder größer fressen. Also probieren wir das mal. Melvin wird das vielleicht nochmal ein bisschen filmen oder schauen wir mal. Egal. Egal. No, God!
Ja, Leute, ich hoffe, euch hat dieses Fail-Video dieses Jahr wieder gefallen. Es ist ja mittlerweile schon fast Tradition geworden, dass wir uns einmal im Jahr ein bisschen zum Affen machen, aber gehört, wie wir finden, dazu. Und ich denke, dieses Jahr ist wieder ein bisschen was passiert, wo man auf jeden Fall drüber lachen kann. Dann hoffen wir, dass ihr gut rüberkommt in 2021. Wünschen euch fürs neue Jahr natürlich viel Gesundheit. Das ist zurzeit das Wichtigste. Und natürlich auch einige dicke Fische. Wie es uns da gehen wird, seht ihr natürlich dann wieder hier auf unserem Kanal. Es wird sich ein bisschen was ändern, aber dazu dann in einem Video im neuen Jahr mehr. Wir sehen uns und bis dahin, Servus.